Wie sieht es denn eigentlich in unserem Shelter aus? Lange Zeit kamen keine Videos mehr über den Shelter, sondern nur noch über den Steyr 1218, um den wir uns echt viel gekümmert haben und an dem super viel Arbeit war. Das Ganze werden wir jetzt ändern. Wir werden in diesem Teil uns um die wichtigsten Dinge kümmern in dem Shelter-Innenausbau, und zwar einmal ein Bett reinzubauen und einmal ein Badezimmer, denn ohne ein Bett reißt sich super schwierig und nicht so komfortabel. Haben wir jetzt schon mal das Stellbrett für unser Bett eingebaut. Das ist ein Riesenschritt für uns, in dieser Kabine endlich mal Fortschritte zu sehen und nicht immer nur, dass wir alles kaputt machen und auseinanderreißen, sondern dass jetzt wirklich auch mal die komplette Rückwand weitestgehend fertig ist. Klar, sie ist noch nicht lackiert und so weiter, aber sie ist trotzdem wieder vollflächig, nicht aus tausend Löchern und so weiter. Der Durchstieg ist drin, jetzt ist die Platte für das Bett drin. Die andere Liegefläche ist auch schon bestellt, das kommt dann hoffentlich irgendwann auch demnächst, dann können wir damit nämlich auch weitermachen. Innen drin machen wir alles mit GFK-Winkeln, weil wir noch GFK-Winkel bestellt haben. Ist letzten Endes aber, glaube ich, eigentlich egal, wie man das macht, ob man das jetzt aus GFK oder aus Aluminiumwinkeln macht. Nichtsdestotrotz haben wir die bestellt und werden die da auch verbauen. Und jetzt haben wir erstmal an Material nichts mehr da, um zu verarbeiten. Wir warten jetzt erstmal auf die nächsten. Nichtsdestotrotz können wir schon mal einen Haufen vorbereiten, dass es dann schnell geht, weil die Wände fürs Badezimmer sind auch schon bestellt. Was wir da machen können, sind schon kompletten Innenwinkel kleben. Das heißt, wir können die Winkel nach unten kleben, wir können alle Winkel auf den Boden kleben und theoretisch auch die Winkel oben an die Decke dran kleben. Und wenn das dann nämlich soweit ist, dass die Platten kommen hier, dann geht das ratzfatz. Dann brauchen wir die Platten nur noch sägen, einsetzen, also rankleben, einsetzen, und dann haben wir ratzfatz hier ein Badezimmer drin. Also zumindest einen abgetrennten Raum. Dementsprechend werden wir uns jetzt heute die Mühe machen und die ganzen Winkel hier zurechtsägen für das Badezimmer und werden hoffentlich die ganzen Winkel heute kleben für die Badezimmerwände. Ja, und dann geht es hier, glaube ich, richtig gut voran. Also drücken Sie, dass alles gut wird. Und dann lasst uns loslegen. Wie ihr sehen könnt, waren wir mega, mega fleißig und haben uns dazu entschieden, dass wir euch das nicht unbedingt alles zeigen müssen. Was auf jeden Fall eine Sache ist, was ich euch definitiv empfehlen kann, wenn ihr das auch ausbaut und hier auch mit diesen Winkeln arbeitet, kauft euch auf jeden Fall eine Metallbandsäge. Der Unterschied zwischen einer Metallbandsäge und einer Kreissäge macht einen riesen Unterschied in den Schnitten. Ihr habt dann mit dieser Metallbandsäge definitiv extrem gute Schnitte. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier schon mal die ganzen Winkel geklebt, einmal fürs Bett komplett außenrum und einmal hier für das Badezimmer. Der spannende Teil an der ganzen Geschichte wird, glaube ich, wie wir die Wände da drauf bauen und eben wie wir die Liegefläche bauen. Heute Abend, also jetzt gerade, wir haben schon nach Arbeitszeit, werden wir noch die Liegefläche da reinkleben. Das heißt, sie muss einmal noch sicher aktiviert werden und dann können wir die einfach reinlegen und festkleben. Dann müssen nämlich nur noch die Winkel oben drauf und wir haben quasi eine Liegefläche. Das wäre schon mal richtig schön. Und die ganzen Platten für das Badezimmer sind auch da. Die müssen wir noch im richtigen Winkel sägen.
und dann ja, halt da dran formen oder drauf bauen. Das Krasse ist, mit dem Siegeraktivator und dem Kleber, das ist so extrem robust, das konnte ich ehrlich gesagt auch gar nicht glauben. Dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, dass wir auch unter dem Bett nicht noch irgendwelche Leisten oder nicht noch irgendwelche sonst irgendwas brauchen, sondern dass es einfach so reicht. Eine Sache ist bei der GFK-Platte noch zu beachten, und das gucken wir uns jetzt einmal ganz draußen ganz kurz an der Platte an. Das hier wird unsere Liegefläche, da haben wir uns auch für eine GFK-Platte entschieden, weil sie einfach zum einen ziemlich leicht ist und zum anderen ziemlich robust und weil wir sie gut verkleben können mit dem ganzen anderen Material und weil wir sie in der Größe kriegen, also in 1,40 m x 2,05 m ungefähr. Eine der wesentlichen Dinge ist ja bei der Liegefläche, dass sie sich nicht durchbiegen soll. Manche verwenden Lattenroste und so weiter, wollten wir nicht haben, wir wollten halt einfach unten eine clean Heckgarage haben und dann stellt sich natürlich die Frage, wie man das löst, dass die Liegefläche halt nicht irgendwann sich durchbiegt. Dementsprechend haben wir eine GFK-Platte bestellt mit Aluminium-Vierkantrohreinlagen. Das heißt, wir mussten jetzt nicht irgendwelche Bosch-Profile oder sowas unten drunter bauen, um die Stabilität zu kriegen. Wir können die Platte einfach auf den Winkeln außen aufliegen lassen und verkleben alles miteinander und haben schon quasi Rohre innen drinne oder halt wie so Verstärkung quasi drinne. Das ist super mega praktisch, das könnt ihr quasi einfach so bestellen, auch in so vielen Rohren, wie ihr haben möchtet. Also ihr könnt da, wir haben 4 Stück jetzt drin auf die ganze Länge. Ihr könnt da auch noch mehr reinmachen, aber ich glaube 4 Stück müssten eigentlich reichen. So könnt ihr es im Prinzip einfach bestellen, auf die richtige Größe und dann kommt die so und dann kann man sie einfach reinschmeißen. Finde ich total cool und ja, wir müssen jetzt im Prinzip einmal noch anschleifen und dann können wir die Platte reinschmeißen. Das werden wir jetzt auch tun. Als es darum ging, wo wir unsere GFK-Platten herbekommen, haben wir lange Zeit im Internet recherchiert und sind dann auf die Firma RST Solution gekommen. Dort haben wir alle unsere Platten bestellt, auch die, um die Rückwand zuzumachen, und sind mit der Qualität sehr zufrieden. Wenn ihr Interesse habt an GFK-Platten, dann schaut doch einfach mal bei RST Solution vorbei. Sie sind super lieb und die Preise sind echt fair und die Qualität stimmt auch. Dementsprechend packen wir euch einfach mal den Link unten rein. Wenn euch dafür interessiert, schaut einfach mal gerne nach. Das hat auf jeden Fall schon mal mega gut funktioniert und ich finde es echt krass. Die Heckgarage hinten wirkt schon mal echt groß. Das ist cool, wenn wir da hinten noch den Elektroverteiler reinbauen und so, dann haben wir, glaube ich, da echt noch gut Platz. Und jetzt mit diesen ganzen weißen Winkeln und den GFK-Platten und so, das sieht schon schön aus. Wenn jetzt noch die Shelterwände weiß sind, dann wird das, glaube ich, schon sehr hübsch. Schon auf unserem zukünftigen Bett. Also es scheint so, als ob es quasi schon halten würde oder so ähnlich. Aber ich muss sagen, wir haben ein bisschen gecheatet. Es stehen nämlich noch 2 Böcke unten drunter.
weil wir die Klebung noch nicht ganz so krass belasten wollen, aber es stehen tatsächlich nur zwei Böcke hier und hier, also wie auch immer. Ich glaube aber auch, dass es jetzt schon super robust ist und dass da nichts passieren wird. Wir haben jetzt außenrum einen Spalt gelassen, dass wenn wirklich irgendwas in der Kabine sich wankt und macht und tut und vor und hin und zurück und so, dass diese Platte eine Möglichkeit hat, quasi drinnen zu schwimmen und ein bisschen quasi sich an die ganzen Sachen zu, hier anzupassen. Nichtsdestotrotz wollen wir außenrum den Spalt zu haben und werden den wieder mit Tür- und Zahnschaum auffüllen. Einfach nur so ein bisschen, dass es halt zu ist, dass da kein Dreck, kein Schmutz, keine Feuchtigkeit reinkommt, kein Kondens. Und dann kommen da oben drauf auch noch Winkel. Dann haben wir uns noch gedacht, wenn wir jetzt aktuell gerade hier offen haben und ja diese Aluminiumrohre drin haben, dann können wir unten in die Heckgarage theoretisch auch Deckenspots einbauen und die Kabel einmal durch die Aluminiumrohre führen, hier hinten durch, einmal in die Heckgarage rein und hätten dann schön versteckt quasi unten in der Heckgarage ja, Deckenspots eingebaut und schönes halt, ja, schönes indirektes Licht quasi mehr oder weniger. Das wäre so ein bisschen die Idee. Ja, ich muss mir jetzt mal kurz gleich Gedanken machen, ob das Sinn macht oder nicht oder ob wir das nicht machen. Ich weiß es auch nicht. Aber wahrscheinlich werden wir es erstmal so tun. Genau, also werden wir jetzt hier erstmal Tür und Zahnschaum da reinballern. Drück mir die Daumen, dass es gut wird und hier nicht gleich der übelste Unfall wieder passiert. Aber es ist schon ein bisschen besser geworden. Kleber, mit dem wir alles geklebt haben, die Styrodurplatten, das was im GFK drin ist, zusammenzukleben, um mal zu schauen, ob auf diesen Schaumplatten auch Haftung entsteht. Und an sich hebt es schon sehr gut, es trocknet schon mehrere Tage durch. Und jetzt wollen wir einmal mit testen, wie viel Gewalt man braucht, um sie kaputt zu bekommen. Und ob der Kleber kaputt geht oder ob die Platten kaputt gehen. Ich glaube, der Kleber. Aber? Es ging schon schwer. Schon sehr robust, ne? Ja, sehr robust. Also, so mit der Hand normal kriegt man sich hin. Ich habe jetzt dagegen gedrückt. Und zwar nicht gereinigt und gar nichts mit vorgehandelt. Nee. Abgabeschaum schon reinigen. Da wir ja mittlerweile auch in diesem Game komplett neu drin sind, wie man ein Expeditionsmobil ausbaut, müssten wir uns über viele Sachen, vor allem beim Innenausbau, natürlich sehr viele Gedanken drüber machen. Dann ging es um das Thema Bett bauen. Wie bauen wir dann eigentlich unser Bett? Machen wir das mit Bosch-Profilen, dass wir einen kompletten Rahmen reinbauen, den wir dann an die Wände verschrauben? Oder bauen wir irgendeine andere Unterkonstruktion, bauen wir es aus Holz? Da sind uns
einige Gedanken durch den Kopf gegangen und letzten Endes habe ich mich dazu entschieden, dass ich gesagt habe, lass es ausprobieren, alles zu kleben. Weil in den ganzen modernen GFK-Kabinen, die man so kaufen kann, von den ganzen gängigen Herstellern, werden die ganzen Betten und die ganzen Möbel, also zumindest so Badezimmer und Bett, eigentlich komplett geklebt. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden zu sagen, okay, wir haben jetzt ja einige Sachen schon geklebt und die sind wirklich sehr robust geworden, also lass uns das Ganze kleben. Es sieht zum einen, finde ich persönlich, halt sehr clean aus, man verliert keinen Platz und die ganzen Klebesachen sind wirklich hochbelastbar. Dementsprechend haben wir das bis jetzt auch nicht bereut, das geklebt zu haben und bis zum jetzigen Zeitpunkt hält es wirklich sehr gut. So, Freunde der Sonne, wir sind gerade dabei, unsere GFK-Platten zu sägen für das Badezimmer. Johanna ist hier gerade am Anzeichnen. Dann sägen wir die hier flitflott alle durch, so papapapam. Und dann kleben wir die ein, weil wir nämlich am Freitag, also in 4 Tagen, wir haben heute Montag, ein großes Ereignis haben. Und zwar steht da hinten schon der Hänger. Und dann wird die Kabine nach, was sind es jetzt, 2 Jahre, glaube ich? Ja, ungefähr. Anderthalb, ja. So anderthalb Jahre kommt die Kabine von hier weg. Und zwar zum Lackierer. Und wir haben uns. Naja, hoffentlich kommt sie irgendwann schon wieder. Aber wenn sie wieder hierher kommt, zumindest der aktuelle Plan, dann sollte sie auf 4 großen Geländereifen stehen und hupen können. Die Kabine. ja. Wir sind gespannt. Deswegen haben wir es ein bisschen eilig, noch unser Badezimmer da reinzukriegen, weil es steht nämlich was Großes an, was noch Größeres als das Lackieren. Ja, aber das ist ein anderes Thema, darüber reden wir in einem anderen Video. Ja, und nichtsdestotrotz haben wir uns dazu entschlossen, die Kabine nicht selber zu lackieren, aus zeitlichen Gründen. Eigentlich hätte ich da schon Bock drauf gehabt, aber es reicht uns zeitlich einfach gerade nicht für das, was wir vorhaben. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Kabine lackieren zu lassen, weil es aktuell gerade einfach super schwierig wäre mit einem Zelt organisieren und irgendwie das Heizen und Abluft und keine Ahnung, es ist alles viel zu aufwendig. Ja, deswegen tun wir mit einem weinenden und mit einem lachenden, nein, mit einem weinenden, mit einem lachenden Auge unsere Kabine zum Lackierer bringen. So, Johanna hat angezeichnet, also lass uns sehen. Wir sind gerade dabei, unsere Tür auszusägen, also unsere Badezimmertüre, und haben uns dazu entschieden, die quasi gleich groß zu machen wie die Eingangstür, weil man muss sich dessen bewusst sein, einfach, dass der Shelter nicht riesig ist. Da muss man ein bisschen gut haushalten mit dem ganzen Platz und eigentlich die Eingangstür passt ja auch super, also da kommen wir auch durch. Und dementsprechend, warum sollten wir es nicht auch so tun? Also genau, unten lassen wir logischerweise einen höheren Spalt, auch so wie bei der Eingangstür, dass wir da eine Duschwanne quasi reinbauen können. Aber ansonsten lassen wir umlaufend 6 cm Türrahmen und dann kommen da noch Winkel drauf, aber das seht ihr dann alles. Wir machen das jetzt einfach mal, kleben das rein und dann erklären wir euch das alles. Mit GFK zu arbeiten ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach wie mit Holz. Da braucht man echt gutes Sägeblatt, gute Säge, was ich gerade nicht da habe. Das ist abenteuerlich. Aber wir arbeiten es hier irgendwie ein bisschen durch. Wie der eine oder andere von euch weiß, der sich mit dem Thema schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, sind GFK-Platten wirklich sehr teuer und definitiv kein Schnäppchen.
Aber sie haben halt definitiv ihre Vorteile. Und wenn man dann die ganzen Schnitte macht und die Aussägung für die Tür und so weiter, dann hat man schon wirklich definitiv immer so ein bisschen Bammel, dass das Ganze funktioniert und dass man sich nicht verschnitten hat. Und wir haben tatsächlich eine Platte nach der anderen geschnitten, reingestellt, geguckt, passt das mit den ganzen Winkeln, könnte das ungefähr hinhauen oder ist irgendwas, was nicht funktioniert. Und haben die Platten auch ein Stückchen größer genommen, dass wir alles quasi nochmal nachschneiden können. Und lieber schneide ich den schrägen Winkel und schneide dann nochmal die normale Seite nach, wie das nachher irgendwas nicht passt. Das wäre natürlich äußerst doof. Dementsprechend haben wir halt die ganzen einzelnen Platten der Reihe nach geschnitten, reingestellt, alles, sag ich mal, mit Klebeband verklebt, geguckt, passt alles. Und jetzt haben wir gesehen, es funktioniert alles, es passt alles. Das heißt, jetzt kann alles wieder raus und wir können Step by Step eine Platte nach der anderen fertig, final reinkleben. Ich weiß gerade gar nicht, wie stark die sind, einfach so ein bisschen, um die Klebenaht auszugleichen von den Seiten und von unten, weil oben dürfen wir die Platten nicht verkleben. Da wird wirklich nur, die Platte steht da oben wirklich nur an, es kommt von der anderen Seite ein Winkel dagegen, dass sie komplett eingepresst da drinnen sitzt, weil das Dach vom Shelter hebt und senkt sich. Also wenn es richtig warm ist, dann wölbt sich das Dach und wenn es dann kalt wird, dann senkt sich das Dach wieder ab. Dementsprechend darf man oben alles an der Decke, glaube ab 30 cm von außen am Rand rein, nicht mehr fest verkleben, ansonsten wird es euch das einfach komplett rausreißen. Dementsprechend alles, was ihr oben an der Decke verklebt, an Wänden, wirklich nur schwimmend, also quasi, dass die Platte einfach nur wie so in so einem U-Profil quasi drinnen sitzt und sich da quasi drinnen bewegen kann. Wir brauchen aber halt den Abstand, dass die Platte da nicht irgendwie so leicht krumm drinnen sitzt. Und da haben wir uns dann eben für Kork entschieden, weil Kork auch was Feuchtigkeit angeht, halt das nicht aufnimmt und Feuchtigkeit auch wieder abgibt und so weiter. Das ist halt meines Erachtens am sinnvollsten, aber ja, ist halt wie es ist. Genau, das heißt, oben wird die Platte einfach nur anstehen gelassen und untenrum und an den Seiten werden wir sie kleben. So, und das werden wir heute tun. Und dann haben wir unser Badezimmer und dann kann es abgehen. Also, los geht's. Ente gut, alles gut. Wir haben uns einen Haufen Gedanken gemacht, die letzten Monate, seit einem Jahr. Wie bauen wir das Bett? Wie bauen wir das Badezimmer? Vor allem, wie bauen wir das Badezimmer? Das war eine Sache, die mir so den Kopf kaputt gemacht hat, weil wir ja unbedingt diese Schräge drin haben wollten und ich keine Ahnung habe, wie ich das Ganze machen soll. Jetzt ist erstmal alles drin verklebt, das muss jetzt auch erstmal trocknen und den nächsten Schritt wird es weitergehen. Die Kabine muss auf den Anhänger drauf, der Anhänger muss zum Lackierer, es muss alles lackiert werden und dann müssen wir so schnell wie es geht die Kabine zur X-Cap bringen und auf das Fahrzeug, also auf unseren Steyr 12 und 18 drauf montieren, dass wir mit dem Fahrzeug zum TÜV kommen und irgendwie eine Zulassung bekommen, dass wir dann nämlich runter nach Genua an die Fähre fahren können und unseren Urlaub in Tunesien machen können und mit dabei sein können. Dementsprechend, wie ihr seht, haben wir noch einen Haufen zu tun. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und dass es für den einen oder anderen vielleicht auch hilfreich war bei seiner Planung oder bei seinem Ausbau. Das würde uns natürlich riesig freuen. Und wenn euch unser Projekt gefällt und ihr sehen wollt, wie es weitergeht, das war natürlich nur der grundlegendste Grundmeilenstein für uns in diesem Shelter-Innenausbau. Jetzt geht es natürlich erst richtig los. Da müssen Möbel rein, da muss die Wasserversorgung rein, da muss eine Heizung rein, da muss Elektro rein. Das sind so viele Dinge, die auf jeden Fall noch passieren müssen. Das heißt, wir stehen bei unserem gesamten Projekt, auch wenn unser Fahrzeug schon fährt, natürlich erst
ganz am Anfang, da kommt noch super viel. Dementsprechend würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn euch das Projekt gefällt, wenn ihr auf Abonnieren drücken würdet und uns einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare unten rein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn euch irgendwas besonders gut gefallen hat. Das würde uns natürlich auch riesig freuen. Und dann würde ich mal sagen, ich bin raus, haut rein, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich bin raus und ciao.